Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Schon mehr als 10 Jahre, sogar während der Corona-Pandemie, findet sie bei uns statt und ist über unsere Pfarrgrenzen hinaus weit bekannt, die sogenannte Viecherlmess. So auch an diesem Sonntag wieder. Die Menschen kommen diesmal ganz bewusst zusammen mit ihrem Haustier in unsere Kirche. Meistens mit ihren Hunden, aber auch Katzen, Schildkröten und allerlei Kleingetier sind dann nebst ihren Besitzern unsere werten Gottesdienstbesucher. Keine Frage, das war nicht immer unumstritten. Jetzt muss er die Viecher holen, weil ihm die Menschen ausbleiben, hieß es damals schnell. Weit gefehlt, darf ich sagen. Es geht um das Thema Schöpfung und darum, diese in die heilige Messe bewusst hineinzubringen. Ansonsten tauchen Tiere ja kaum auf bei uns. Vielleicht noch am Palmsonntag, beim Ritt Jesu auf einem Esel, in der Osternacht, in der alttestamentlichen Lesung aus der Schöpfungsgeschichte oder am Pfingsten, wenn es um den Heiligen Geist und seine Symbolfigur, die Taube, geht. Bewahrung der Schöpfung ist darum jedes Jahr das Thema in unserer Viecherlmess und damit verbunden unsere Haltung und Verpflichtung als Christen, sich der Tiere und der Natur anzunehmen und unseren Schöpfungsauftrag auch außerhalb der Kirchenmauern anzunehmen. Nichts anderes wollte Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si von 2015 uns ins Stammbuch schreiben. Wir sollen endlich über unser Reden hinauskommen, fordert er uns auf. Im Blick auf die Klimakonferenzen und unseren dringenden Einsatz, diesen Planeten Erde vor seiner Vernichtung zu retten. Wir leben mittlerweile so, als wenn wir 2,7 Erden hätten. Haben wir aber nicht. Mit unserer Viecherlmesse wollen wir dafür sensibilisieren und gerade auf die Tiere hin deutlich machen, das Tier ist eben nicht einfach nur eine Sache. Man darf einem Tier nicht ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schaden zufügen, wie es im deutschen Tierschutzgesetz ausdrücklich heißt. Ohne Grund? Was soll das eigentlich heißen? Fragen wir uns bei den jährlich wechselnden Themen in unserem Tiergottesdienst genauso. Dieses Jahr nehmen wir die Laborbeagle in den Blick, die massenweise vor allem in medizinischen Labors für Experimenten leiden und sterben müssen. Ist die medizinische Forschung ein nachvollziehbarer Grund, um diese Tiere wirklich quälen zu dürfen? Ob nun lebende Tiere tausende Kilometer quer durch Europa gekarrt werden, damit sie möglichst dann billig geschlachtet werden können. Ob Schweinen in ihrem relativ kurzen Leben bis zur Schlachtung eine artgerechte Haltung verhindert wird und sie in winzigen Boxen dahindarben müssen. Ob wirklich die paar Cent mehr für den Verbraucher Grund genug sind, millionenfach die Bruderküken, also die männlichen Küken, zu schreddern, meistens noch ohne Narkose, weil ihre Aufzucht zu unrentabel ist, obwohl diese eigentlich seit diesem Jahr schon verboten sein sollte? Das waren alles bereits Themen in unserer Viecherlmess. Mit kompetenten Gesprächspartnern, in einem Predigtgespräch, anstoßenden Texten, Stille und Gebet in der Eucharistiefeier machen wir uns unserer Schöpfungsverantwortung bewusst, rufen zum Einsatz für dringend notwendige Reformen auf, wollen Sprachrohr und Lobby für die Tiere sein und wissen bei allem doch auch um unsere Grenzen. Nein, die Messe wird hier nicht zum religiösen Event für Berufsveganer. Die Spannung geliebtes Haustier, notwendiges Nutztier ist uns wohl bewusst. Nur lehnen wir es ab, dass industrielle Wachstumszwänge einfach so der Grund für unkontrolliertes Tierleid sein dürfen. Bei aller Nutzbarkeit, das Tier darf nie nur zur billigen Massenware werden. Das Fleisch von gequälten Tieren hat auf den Tischen zivilisierter Menschen und vor allem bekennender Christen nichts verloren. Es kann uns nicht schmecken. Genau davor aber gilt es, Tier wie Mensch gesetzlich zu schützen. Der Herrschaftsauftrag in der Bibel ist ein Gärtnerauftrag, haben wir als Theologen gelernt. Daher hat niemand das Recht, so wie es der Mensch heute tut, die Erde zu missbrauchen und zu zerstören. Es gibt niemals ein Recht auf Tierquälerei. Tiere sind in der Bibel, wie wir Menschen, gesegnete Geschöpfe. Am selben Tag erschaffen wie wir, haben ein ursächliches Lebensrecht, ob der Mensch sie nun gebrauchen kann oder nicht. Letztlich entscheidet sich sogar an der Art und Weise, wie Menschen mit Tieren überhaupt umgehen, wie es um die Menschlichkeit des Menschen steht. Gequälte Tiere, die uns als Menschen nicht mehr interessieren, sind immer ein Indikator für eine Gesellschaft, die abstumpft, kalt und gewissenlos wird. Wer die Tiere nicht mag, kann auch den Menschen nicht lieben, höre ich immer wieder von Besuchern unserer Viecherlmesse. Und dann ist da auch noch die andere Verantwortung, die des Tieres für den Menschen, der für den Menschen oftmals einziger Halt und soziale Stütze im Leben ist.
Die vielen Tierhilfsorganisationen, die an unserer Viecherlmesse jedes Jahr teilnehmen, berichten immer wieder davon. Ob Hunde im Einsatz als Blinden- oder Therapiehunde, Haustiere, die mit den Menschen die einzige Gemeinschaft mit ihm bilden und nahezu soziale Partner sind und nach dessen Tod eine unglaubliche Leere in deren Leben bringen. Das alles wirft doch auch einen Blick auf unser Zusammenleben und die sozialen Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft. Nicht nur die Herausforderungen der modernen Massentierhaltung machen uns bewusst, dass ein Tier eben nicht bloß eine Sache ist, wie es zwar seit Jahrzehnten gesetzlich festgeschrieben ist, aber leider immer noch nicht allgemein für jeden so gilt. Dass sich Christen zu ihrer sonntäglichen Eucharistiefeier zusammenfinden und dabei bewusst machen, wie sehr sie sich unentwegt dem Verhältnis Mensch-Tier-Schöpfung widmen müssen, ist für uns gelebte christliche Verantwortung. Niemals allen Unkenrufen, so mancher Kritiker zum Trotz, würden wir daher auf unsere Viecherlmesse in Zukunft verzichten können. Das Verhältnis von Mensch und Tier und Schöpfung ist viel zu wichtig und lebenserhaltend, als dass wir Christen uns nicht immer wieder neu um eine bessere Lebensgrundlage für alle drei bemühen müssen. Vor allem aber ist es jedes Jahr auch ein sehr fröhlicher Gottesdienst, der den Menschen die Freude am Leben, an der Schöpfung und am Glauben zugleich vermittelt. Und um das geht's doch eigentlich. Eine gute Woche und eine Freude an diesem schönen Sommer wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.